Okay, gut. Noch einmal, meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Nachholpunktspiel vom 6. Spieltag in der Regionalliga Nordost zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Magdeburg. Zuschauer hatten wir heute hier im Sportforum Serious 3028. Das Tor des Tages erzielt in der 9. Minute Michael Schlicht. Dann steigen wir sofort ein zu den Einschätzungen der beiden Trainer und da übergebe ich das erste Wort, wie sich gehört, an unseren Gästetrainer, an Jens Herbert. Ja, wir sind natürlich todunglücklich, dass wir für eine engagierte Leistung, das war aus meiner Sicht unsere beste Auswärtsleistung, nicht belohnt worden sind bei einer guten Mannschaft. Wir haben viele Dinge umgesetzt, die wir umsetzen wollten. Wir haben es Zwickau, glaube ich, sehr, sehr schwer gemacht. Am Ende wahnsinnig viele Torchancen auch rausgespielt, aber leider das Tor nicht gemacht. Und ja, wie das immer bei uns so ist in den letzten Wochen, geht der Gegner mit der ersten Möglichkeit in Führung. Wir laufen hinterher, aber die Mannschaft hat das jetzt besser gemacht als die letzten beiden Spiele, sondern ist nicht weggekriegt, sondern ist dran geblieben. Aber uns fehlt im Moment ein Stückchen Glück oder Entschlossenheit, um dann eben aus der Vielzahl von Möglichkeiten, die wir hatten, Tore zu machen. Und ich denke, ich habe jetzt Zwickau auch ein paar Mal gesehen, aber so viele Chancen, wie wir hier rausgespielt haben, hat sich, glaube ich, noch keine Mannschaft in Zwickau rausgespielt. Aber am Ende des Tages steht es 0-1 aus unserer Sicht und das ist deprimierend, aber es geht weiter. Wir müssen mit der Mannschaft weiterarbeiten. Nächste Woche das Spiel dann gegen Neustrelitz zu Hause möglichst irgendwo umbiegen und da werden wir alle Hände voll zu tun haben, die Köpfe frei zu kommen bei unserer Mannschaft. Danke. Vielen Dank für die Worte aus Sicht des 1. FC Magdeburg. Jetzt übergebe ich das Wort an unseren Trainer, an Thorsten Ziegner, für seine Einschätzung zum Spiel. Ja, ich hatte es ja vor dem Spiel schon gesagt, dass wir heute hier ein absolutes Spiel auf Augenhöhe erwarten, dass wir keine Mannschaft sind, beziehungsweise der Gegner Magdeburg das einfach nicht zulässt, dass wir die einfach mal so aus unserem Stadion fegen. Wir wussten, dass es ein extrem hartes Stück Arbeit ist, sind natürlich sehr glücklich über das Ergebnis, auch über den Verlauf des Spieles. Ich denke, in der ersten Halbzeit, zumindest bis zur Unterbrechung, haben wir ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht, haben dementsprechend auch zum einen das Tor geschossen, zum anderen auch die ein oder andere Möglichkeit gehabt, zumindest wo wir über die Außenposition durch waren, wo dann in der Mitte der Abnehmer gefehlt hat, wo wir dann nicht entschlossen genug in 16er reingekommen sind. Uns hat diese kurze Unterbrechung schon in den 8 Minuten der ersten Halbzeit noch sichtlich nicht gut getan. Dort haben wir schon die ein oder andere Möglichkeit zugelassen und in der zweiten Halbzeit war es eben so, dass wir wussten, dass Magdeburg mit einer extrem großen Wucht aus der Kabine kommen wird. Wenn man sich die Spieler vom 1. FCM mal anguckt, die besitzen alle Gardemaß, die haben dann mit sehr vielen langen, hohen Bällen nach vorne gespielt und dass es dann immer auch ein Thema ist, dass man dort mal einen ersten Ball verliert, dass man einen zweiten Ball nicht kriegt, ist auch ganz normal. Aber wir haben jetzt 9 Spiele weg, wir haben das 8. Mal zu 0 gespielt, das ist dann auch nur eine ordentliche Qualität und das liegt einfach daran, dass die gesamte Mannschaft ordentlich gegen den Ball arbeitet. Wenn ich unsere 4 Offensiven, möchte ich sie mal bezeichnen, mit dem Olli als Stürmer und den 3 dahinter sehe, wie die den Bällen nachlaufen, wie hoch sie die Gegner anlaufen, sodass es eben für die Gegner immer nur die eine Möglichkeit gibt, lange Bälle zu schlagen, dann ist das schon beeindruckend, gerade vom Aufwand, den sie dort betreiben. Und was ich mir gewünscht hätte in diesem Spiel, war einfach, dass wir, wo nachher Magdeburg die ein oder andere Sicherung hinten weggenommen hat, noch offensiver gespielt, noch mit mehr Risiko gespielt, dass wir diese halben Konterchancen ruhiger ausspielen, dass wir dort ein bisschen gelassener sind, die Möglichkeiten besser nutzen vom gegnerischen Tor. Das ist uns heute nicht gelungen, aber auch das hatte ich vor dem Spiel schon gesagt. Mir ist es egal, wie wir das Spiel gewinnen, unser Ziel ist es, dieses Spiel zu gewinnen, ob das dreckig wird, ob es ein schönes Spiel von uns wird, sondern wir wollen einfach unsere Serie fortsetzen. Das haben wir geschafft und deswegen sind wir super glücklich. Danke. Soweit die Einschätzung der beiden Trainer. Sie haben nun die Möglichkeit, Fragen an die beiden zu stellen. Bitte schön. Frage an beide Trainer. FCM erklärter Aufstiegsanwärter oder Kandidat, Zwickau jetzt vorn. Haben die Trainer haben Sie ein Spitzenspiel gesehen heute? Am Lüften. Ja.
Ja, also es war mit Sicherheit nicht dieses Fußballfest, was viele erwartet haben, aber das war auch nicht von unserer Seite zumindest, war es auch nicht zu erwarten. Wir wussten, dass eben Magdeburg in einer sehr komplizierten oder unbefriedigenden Situation sich befindet, dass sie ja zumindest vom Engagement, von der Laufbereitschaft alles raushauen wird. Wir wollen dort dagegen halten und da passiert es natürlich so, dass die Mannschaft, die weniger Fehler macht, dann am Ende als Sieger vom Platz geht. Was Sie sicherlich meinen, ist dass ein Spitzenspiel beinhaltet, dass es hoch und runter geht, dass es extrem viele Torraumszenen gibt. Aber wie es halt jetzt so oft möglich passiert, ist es eben so, dass Mannschaften, die sich leistungsmäßig, qualitativ auf Augenhöhe begegnen, dass sie sich in beiden Teilen des Spielfelds neutralisieren. Und so ist es eben heute auch gekommen. Das spricht aber eher dafür, dass sowohl wir als auch Magdeburg eine sehr gute Ordnung in ihrem Spiel haben mit Planfußball spielen und deswegen passiert dann eben nicht so viel. Wenn man es positiv sehen möchte, war es eben taktisch, defensiv von beiden Mannschaften ordentliche Leistung und deswegen eher weniger Torchancen. Von der Intensität her und von der Physis her war es ein Spitzenspiel auf alle Fälle, aber klar, der Thorsten hat es schon gesagt, ja, der große Fußball war es sicherlich nicht, aber das ist in unserer Situation, denke ich, auch nicht zu erwarten, sondern da zählen andere Tugenden und wenn wir die Woche für Woche an den Tag legen, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Bitte schön. Jens Hertel, Sie hatten in Ihrer Einschätzung gesagt, eine ganze Menge Möglichkeiten von Chancen habt ihr uns erarbeitet. Die größte sicherlich die durch Nicolas Hebisch. Was haben Sie in dem Moment gedacht, als er diesen Ball völlig frei an das Zwickauer Gehäuse vorbeischiebt? Die hätten sich ja zu ihrer aktiven Zeit mit der Nase reingestoßen, ruhig und locker. Naja, das ist natürlich ist man als Trainer dann extrem frustriert. Ich meine, wir können alle irgendwo sehen, dass was bei uns natürlich los ist, auch im Umfeld. Und dann hast du so eine richtig gute Möglichkeit, wo wir mal wirklich auch mutig durchs Zentrum flach durchgespielt haben, eine super Situation und dann belohnen wir uns nicht. Natürlich ist man extrem frustriert, dass man dann so eine Chance liegen lässt. Aber wir hatten ja danach noch 3-4 gute Situationen nach der Chance. Also, aber wie gesagt, es sollte heute wahrscheinlich nicht sein. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwas haben wir verbrochen wahrscheinlich. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn dies nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise für die kommenden Aufgaben, die maximalen Erfolge. Für Sie alle kommen Sie gut nach Hause, ein schönes restliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke.